Ja, hi Leute, ich habe jetzt mal ein kleines neues Video hier für euch, und zwar habt ihr in meinem ersten Video gesehen, dass ich 14 Sobo Magungas eingesetzt habe als Jungtiere. Hat sich jetzt mittlerweile herausgestellt, wie auch schon anfangs vermutet, dass das Geschlechterverhältnis Männchen zu Weibchen, also im besten Fall 50-50 ist, wahrscheinlich aber sogar ich hier 8 oder 9 Männer im Becken habe, also mehr Männer als Weibchen, und man sollte in der Regel eigentlich immer mehr Weibchen haben, hatte ich euch ja auch schon im Video erzählt, als Männer, und deswegen habe ich jetzt Fische nachgeordert, und zwar im Zichlinenstadel. Das Päckchen ist heute gekommen, wollte ich euch mal zeigen, hier steht drauf, was drin ist. Ich hoffe, dass auch das drin ist, was ich bestellt habe, und dass die Tiere gesund sind, aber mache mir da jetzt eigentlich nicht so die Gedanken drum, und ja, packen wir mal aus. Also wie ihr sehen könnt, hier mit einer schönen Styropor-Box ist die ganze Sache angekommen, damit natürlich die Temperatur des Wassers, ist ja schon ziemlich kalt jetzt wieder draußen, dass natürlich die Temperatur des Wassers nicht abfällt. So, dann bin ich mal gespannt. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Also auch nochmal zusätzlich mit Zeitungspapier zur Isolation auch nochmal umwickelt. Auf jeden Fall gerade so ein bisschen wie Weihnachten. Und hier sind sie drin. 2, 4, 6, 8, 10 Stück, wie bestellt. Somit habe ich dann insgesamt 24 Tiere bei mir im Becken auf 540 Liter, und ja, denke mal, vielleicht so 8 davon halt dann Männchen, und es ist für mich halt ein Geschlechterverhältnis, was ich so anstrebe, was ich gut finde, was ich auch empfehlen würde. Ja, hier nochmal ein kleiner Blick auf die Fische. Man sieht auch, die sind schon schön groß, also schon fast kurz vor, sage ich mal, ausgewachsen, also auf jeden Fall größer als die meisten von denen, die schon im Becken sind. Und das sind gute Voraussetzungen, auch wenn man die Fische dazu setzt. Also wenn ich da jetzt wirklich so eine kleinen Winzlinge mit ins Becken geben würde, das wäre also keine gute Idee, da wäre wahrscheinlich zu viel Zoff vorprogrammiert. Aber hier eine schön große Gruppe von 10 Tieren, alles Weibchen, ja, die dazu zu setzen, also da dürfte also kein großer Stress entstehen. Klar, am Anfang werden sich auch ein bisschen behaken, aber ich denke schon, dass die dann relativ schnell klären werden, wie denn die Hierarchie innerhalb der Gruppe ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, solltet auf jeden Fall nicht einzelne Tiere in eine bestehende Gruppe setzen. Also wenn ich jetzt in meine Gruppe da ein oder zwei Weibchen setzen würde, das würde auf jeden Fall viel Stress geben. Und ein einzelnes Männchen dazu zu setzen, also das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Da ist eigentlich vorprogrammiert, dass das also in die Hose geht. Also am besten eine schön große Gruppe kaufen an Jungtieren, dann, wenn das Geschlechterverhältnis nicht stimmt, ein paar Männchen weggeben, oder halt, wenn ihr Tiere dazusetzen müsst, dann halt immer versuchen, halt eine große Gruppe dazuzusetzen. Wenn es aber alles irgendwie nicht geht, eine Möglichkeit ist auch, das Aquarium komplett leer zu räumen, die neuen Neuzugänge und die Gruppe in einen separaten Behälter zu geben, das ganze Aquarium umzustrukturieren, alles neu zu gestalten und dann alle Tiere zusammen einzusetzen. Das ist zwar auch keine Garantie, aber die Chancen stehen dann ein bisschen besser, dass es für die Neuzugänge also auch klappt. Wir sehen hier, die Tüte ist sogar, also die Fische sind sogar in zwei Tüten eingepackt. Ich nehme jetzt die eine Tüte raus, gebe die ins Wasser mit rein, lasse sie da so Viertelstunde, 20 Minuten mindestens drin. Dann kann sich die Wassertemperatur schön angleichen, und dann kommen die Fische in den Behälter, und dann wird, wie ihr auch schon in dem Video von meinem Einrichtungstutorial gesehen habt, dann wird also Schritt für Schritt immer ein bisschen Wasser dazugegeben im 5-Minuten-Intervall, bis sich der Wasserinhalt des Eimers komplett einmal ausgetauscht hat, und dann werden die
Fischis eingesetzt mit einem Kescher ins neue Becken. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich sie einfach mit dem Eimer zusammen alle komplett ins Becken gebe und die nicht einzeln mit einem Kescher hinzusetze. Ich denke mal, das ist dann auch so die bessere Variante. Dann können die alle mit einem Schwung schwupps rein ins Becken. Ja, das werde ich also machen mit einem Kescher, also nicht. Das also nur bei der ersten Einrichtung. Gut, dann jetzt hier erstmal Cut. Fische kommen ins Wasser mit dem Beutel und dann, ja, bis gleich. Jo, also hier sehen wir jetzt die Tüte. Die ist jetzt hier ganz normal oben ins Becken reingelegt. Und jetzt kann sich hier somit also die Temperatur des Wassers angleichen. Ja, hier nochmal ein kleiner Blick in den Eimer. Fische sind super schön kräftig gefärbt. Sind auch auf jeden Fall alle schön putzmunter und denen geht's gut, haben also die lange Reise aus Bayern nach Berlin gut überstanden und jetzt geht es darum, das Wasser halt Stück für Stück ganz langsam anzugleichen, dass die sich also hier an das Berliner Leitungswasser gewöhnen können. Und natürlich ist es der pH-Wert im Transportbeutel im Keller und damit die Tiere hier also keine pH-Schock kriegen, kann man jetzt auf keinen Fall einfach so ins neue Becken setzen, sondern da muss man wirklich ganz, ganz langsam das Wasser von den Wasserwerten her angleichen. Ah, Mädels, freut euch schon auf die hübschen Herren im Becken. Ja, umgedreht wird wahrscheinlich noch mehr der Fall sein. Die Männer werden sich bestimmt freuen über 10 hübsche Weiber. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Gut, hier erstmal jetzt ein kurzer Cut und dann, ja, bis gleich. Ja, hier also nochmal ein Blick in mein Becken mit dem jetzt vollständigen Besatz. Das Einsetzen der Fische ist alles super gelaufen, also es gab überhaupt gar keinen Stress. Also die Weibchen der bereits im Becken befindlichen Gruppe, die hat es eigentlich kaum interessiert, dass da jetzt 10 neue Girls angerückt sind. Die Männer haben alle irgendwie ihren zweiten Frühling gekriegt. Die müssen gedacht haben, Mensch, wie geil ist das denn? 10 neue Bräute hier am Start. Also die haben sofort angefangen, sich, sag ich mal, auszufärben oder sich halt wirklich irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, also die meisten sind ja noch nicht vollständig ausgefärbt, aber sich halt wirklich irgendwo schön dunkel zu machen, haben die Weiber sofort angefangen anzubalzen und die Neuzugänge waren also auch super selbstbewusst, also manche von den Weibern, die haben sogar den Männchen irgendwie dicke Backen gezeigt und Imponiergesten gezeigt und ja, also da war jetzt irgendwie von Angst und Scheu überhaupt gar nichts zu sehen und ja, hat also wirklich super funktioniert und ja, auch jetzt, wenn man guckt, also scheint wirklich cool zu harmonieren so als Gruppe und ja, natürlich auf jeden Fall auch Action im Becken, also klar, immer wenn man irgendwie Videos macht, Vorführeffekte sind alle irgendwie am Chillen, aber ja, sie ist schon ordentlich Party im Becken jetzt mit so einer großen Gruppe und ja, macht super Spaß zuzugucken und ja, Besatz ist jetzt fertig soweit, also hier kommen jetzt keine neuen Fische rein, natürlich auch keine neuen Arten, das Becken ist jetzt so wie es ist und so bleibt es auch und jetzt kann die ganze Sache hier wirklich munter weitergehen, mal gucken, wann dann irgendwann die ersten Babys kommen und gucken, wie sich die ganzen Männchen ausfärben, auch gucken, wie viele Männchen es denn wirklich dann auch sind. Bin ich gespannt, was da mich also noch erwartet. Vielleicht werden es ja auch noch 10 Männer. Mal gucken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es so weitergeht hier mit meinem Artenbecken. Und ja, dann sage ich mal Tschüssi, war euer Bastian und viel Spaß. Ciao, ciao.